Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Mit ein kleiner Update bin ich zurück. Meine Lieben, heute ist der DAX wieder mal, genauso wie heute Morgen gesagt haben, auf dem Downtrip. So wie ich heute Morgen gesagt habe, das ist nicht, wenn FDAX dann ohne Momentum über die 12.200er Marke schafft. Wir brauchen für einen Long-Momentum-Aufbau, sonst ist es nur die Muss-Ziele. Das bedeutet eine richtig klassische False-Breakout, dass es halt da oben entsteht. So, das bedeutet bitte, dass da unterhalb der 12.200 ein Mindestziel bis zum 12.080 stattfindet. Unterhalb der 12.080 wird dann natürlich dann weitere Muss-Ziele aufmachen. Ich kann leider Gottes auch nicht direkt früh am Morgens in Glaskugel schauen. Ich bin auch Systemtrader und bin selber Traderin und bin absolut hier am Werk. Ich will, dass ich dann rechtzeitig meine klaren Einschätzung euch dann mitteile. Es bedeutet bitte nicht, Asalan, kannst du mal bitte zeigen, wenn man im Bereich 12.080, ich sage es nur ganz kurze Video für jemand, der neu ist mit mir, wenn ihr den Bereich 12.080 schaut, das ist für jemanden, der Hebelprodukte benutzt, Futures, CFDs und so weiter, das sind so 40 Punkte Bewegung nach oben. Das heißt, FDAX wird die Chance geben, dass du mit deiner Position im Plus bist oder auch schließt, wenn du siehst, dass das diesen Bereich nicht oder deinen Stopp auf Plus, Minus, Null dann setzt. Das sind für unsere Markteinschätzungen sind meistens für Daytrader gedacht, für Swingtrader gedacht, aber für den langfristigen ist halt natürlich nicht eine langfristige Position, machen wir nicht auf. Wir gehen halt eben Day- und Swing-Position. Das heißt, jemand, der Swing hat oben Short-Position eröffnet, ob das jetzt in Day eröffnet hat oder gestern Abend. Jemand, der Day tradet, tradet halt eben 12.200 bis 12.080 und ist halt über diese Punkte sehr, sehr zufrieden. Alles andere muss er nicht machen. Also auch wenn, wie gesagt, wenn der Markt lukrativ ist, bitte achtet darauf, dass ihr euch nicht verbrennt. Also, wir sehen jetzt gerade, was macht der FDAX? FDAX ist es dann unter die 12.080 und 12.000 gefallen. Und ich habe euch in den letzten Videos gesagt, ich sehe den Markt oberhalb von 11.900 long. Allerdings, ich habe auch Bauchschmerzen, wenn diesen Bereich, also zwischen 11.900, 11.850 unterschritten werden. Also maximale Bereich, die ich für einen Long-Aufbau sehe, ist 11.800. Also ich hätte dann Bauchschmerzen, natürlich nicht in Daytrading-Position, sondern für diejenigen, die halt eben Position länger halten wollen, dann sollten Sie aufpassen. Im Moment haben wir in FDAX ein negatives CRV, also zwischen 11.950 und 11.940 haben wir negatives CRV gehabt. Deswegen versucht der Markt immer wieder aufzusteigen. Allerdings, ich schließe nicht aus, dass FDAX heute noch der Bereich 11.900 und oder 11.850 erreicht. Also bitte schön aufpassen für Long, diesen Bereich der negative CRV ist okay, ist aber nur Daytrading. Für einen nachhaltigen Long muss FDAX über 12.000er Marke wieder sich stabilisieren. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein wunderschönes Wochenende. Ich danke euch
für wirklich so viele Kommentare. Ich freue mich über jeden einzelnen dieser Kommentare, wie ein kleines Kind. Das finde ich ganz toll, dass ihr bei mir seid. Glaub mir, wir versuchen, dass wir sehr, sehr nah bei euch bleiben. Und das ist halt in diesem Markt, wie gesagt, ist nicht sehr einfach, außer ihr habt mich ständig am Ohr. Das wird halt nur im Livestream gehen, aber halt eben mit den Videos versuche ich, euch so ein bisschen Gebrauchsanweisung vor dem Tag zu geben. Das wird sich ändern. Ich verspreche es euch. Es ist im Moment, müssen wir das Beste daraus machen. Ich drücke die Daumen, alles Liebe. Drückt mir auch die Daumen, dass wir ein bisschen schneller arbeiten. Danke für diese Woche. Ihr wart großartig und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ein schönes Wochenende. Bis bald.